Freunde der gepflegten Kochkunst, ein Fischcurry mit Feigen, Lauchzwiebel und Kokos. Ja? Und das ist so ein Hauptakteur. Schau mal her, schöne, weiche, leckere, reife Feigen. Ja, die werden ein bisschen klein geschnitten und kommen gemeinsam mit dem Lauch in die Pfanne. So, und da werden die so ein bisschen angebrutzelt. So, und dazu kommt ein bisschen Kokosraspel. Einfache Zutaten in genialer Qualität. Bis jetzt noch kein Akt, das ist wichtig. Schaut ein bisschen seltsam aus, ist aber saulecker. Rote Chili-Paste oder Curry-Paste. Ja, und das Ganze anbrutzeln, dass die Kokosraspel Farbe kriegen. Ja? Traut euch, gebt Gummi, schön anbraten, dann duftet es intensiv. Und das ist schon mal der Garant für ein hochwahrscheinlich perfektes, geniales Gericht. Dann eine gute Kokosmilch nehmen und, ja, ich würde mal sagen, so 0,2 Liter Kokosmilch ablöschen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Bacon dazu. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das passt auch gar nicht, Kokos, Bacon. Aber ich kann euch sagen, das schmeckt absolut Bombe. Ein weißes Fischfilet, ja, was das ist, spielt eigentlich gar keine große Rolle. Das ist ein bisschen Scholle. Und das Ganze jetzt vorsichtig, gemütlich köcheln lassen. Ja, dauert so 2-3 Minuten ungefähr, vielleicht noch ein bisschen Kokosmilch. Und dann wird das lecker. Ganz zum Schluss natürlich noch ein bisschen Salz. So, und die ideale Beilage oder als Crunch oder knuspriges Element mache ich noch ein bisschen frittierten Knoblauch. Ja, einfach den Knoblauch in dünne Streifen schneiden, ein bisschen Öl erhitzen, so ein ganz normales Pflanzenöl auf 180 Grad roundabout und dann den Knoblauch in das heiße Öl. Dann einfach frittieren lassen. Ne? Dauert eine halbe Minute ungefähr, dann ist der super schön knusprig. Okay, so ist perfekt. Schau mal her. Zack. Ab ins Körbchen. Sehr genial. Ihr müsst nur aufpassen, dass der nicht zu dunkel wird. Sonst ist er bitter ohne Ende. Wollen wir nicht. So, anrichten. Oh Gott. Hey, wenn ihr wüsstet, wie das duftet, ihr würdet durchdrehen. Den Knoblauch auf dem Küchenkrepp, oben drauf und holla die Waldfee. Guten Appetit. Blitzrezepte à la Henze, Curry mal anders. Guten Appetit.